So, hallo. Herzlich willkommen zu Vorlesung 26, Analysis 2. Mir kommt es heute so vor, als wäre das Bild unscharf. Ich habe keine Möglichkeit, mehr in den Fokus dieser Kamera heranzukommen. Wenn es irgendwie schwierig sein, solche Sachen zu lesen, dann müssen Sie sich melden. Im schlimmsten Fall muss ich wieder auf die Laptop-Kamera umsteigen und dann hier so ein bisschen umbauen. Das kostet ein bisschen Zeit, aber besser als wenn man nichts lesen kann. Okay, ansonsten sieht es irgendwie okay aus. Ja, jedenfalls Ton sollte stimmen. Okay, worum geht's heute? Gestern haben wir uns angeschaut, lineare Differentialgleichungen der Form y' ist a von x mal y. Und dort ist a eine matrixwertige Funktion. X ist eine reelle Variable, wie immer hier. Und das Groß A ist eine matrixwertige Funktion gewesen. Genau dafür kann man immerhin zeigen, dass der Lösungsraum, eine Menge aller Lösungen ist ein linearer Raum. Das heißt, wenn man endlich linear unabhängige Lösungen gefunden hat, kann man damit den ganzen Raum darstellen. Und insbesondere aus endlich linear unabhängigen Lösungen immer automatisch einfach per Multiplikation oder per Linearkombination, wollte ich sagen, diese Lösung an gegebene Anfangswerte anpassen. Gut, heute machen wir den noch ein bisschen einfacheren Fall, und zwar geht es jetzt um lineare Differentialgleichungen, wo die Matrix auch unabhängig von x ist. Genau, dafür machen wir vielleicht, bevor ich jetzt die Folie auflege, nochmal einen eindimensionalen Fall, um warm zu werden. Also eindimensional wäre die Situation ja einfach die hier. Eine lineare Differentialgleichung, homogen eindimensional. Mit einer reellen Zahl a aus r. Ja, kann man daran nicht erkennen. Ne? Okay. Da muss ich nochmal irgendwas machen. Also ich werde nochmal vielleicht ein bisschen hier an dem Fokus rumbasteln. Ich weiß auch gar nicht, warum das Ding. Das fällt so manchmal automatisch nach. Scharf, aber es wird halt nicht scharf. Irgendwie mehr Licht kriege ich auch nicht rein. Aha, jetzt hat er nochmal fokussiert. Hier sieht es nicht sehr gut aus auf meinem Bildschirm. Tja, was ist hier los? Und warum kriegt ihr das nicht gebacken? Ja, halt ein bisschen rumschränken mit der Kamera, aber das löst das Problem nicht. Oder es sei denn, irgendwann hat er mal Glück und erwischt irgendwie einen Punkt, wo er auf irgendeinem Grund vernünftig fokussieren kann. Also, das hat irgendwie wenig Sinn jetzt. Oder kann ich, habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ich muss noch einen Webcam-Knopf, aber ich glaube, der macht was ganz anderes. Nee, da fummel ich nicht drum, jetzt geht alles kaputt. Tja, ja genau, so sieht es nämlich bei mir auch aus. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich vielleicht eine andere Sache dann sehe als sie. Ja, dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Ich mache eine kurze Umbaupause, benutze wieder die Kamera von dem Laptop, dann ist die zwar die Auflösung nicht mehr so hoch, aber vielleicht ist der wenigstens scharf. Also ich mache am besten, ich baue einfach hier oben in den Startmodus zurück und dann bin ich gleich wieder da.
So, okay, das wird also wieder ein bisschen hässlicher als neulich noch, insbesondere weil er ich das für diesen Hörer gar nicht so richtig vernünftig eingestellt habe bisher. Na gut, da muss nämlich einiges beschränken, was den Tafelplatz angeht, aber na gut, so ist es wahrscheinlich wenigstens ein bisschen scharf. Naja, geht so. Okay. Müssen wir das heute so machen? Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich hier im Bereich bleibe. Bis wohin habe ich denn überhaupt? Hier ist ja schon Schluss. Okay. Na gut, machen wir das so. Soll schon gehen. Okay, so, worauf wollte ich hinaus? So, Lösung hiervon. Das wissen wir schon. Sehen so aus: Phi von x ist e hoch a mal x mal y0. Wenn wir haben wollen, dass Phi von 0 gleich y0 ist. Ja. So, und gucken wir uns mal eine Möglichkeit an, das nochmal nachzurechnen, nochmal zu verifizieren. Das Ding hier, das können wir schreiben als Potenzreihe. K von 0 bis unendlich, dann haben wir auch so definiert. Ne? A hoch k, x hoch k, dividiert durch k Fakultät. So, jetzt können wir auch anhand dieser Formel mal versuchen nachzuprüfen, ob das tatsächlich die Differentialgleichung löst. Die Potenzreihe hier, die konvergiert für alle x, die konvergiert sogar gleichmäßig auf kompakten Mengen. Und wenn so eine Potenzreihe gleichmäßig auf kompakten Mengen konvergiert, können wir sie gliedweise differenzieren. Also, wenn wir das mal machen, wir leiten die Potenzreihe einfach bei jedem Term ab, dann kommt raus, Summe von k gleich 0 bis unendlich, a hoch k bleibt stehen, hier steht k mal x hoch k minus 1 dividiert durch k Fakultät. Die Formel ist auch für k gleich 0 richtig, weil hier vorne der Faktor 0 vorne vorsteht, ist okay. Wir könnten aber dann auch noch, könnten hier jetzt einen kürzen. Ne? K geteilt durch K Fakultät ergibt 1 durch K minus 1 Fakultät. Und dann ist der nullte Summand verschwunden. Und dann können wir, wie wollte ich es machen, dann können wir so schreiben, das ergibt dann erstmal vielleicht das hier, A hoch K plus 1, x hoch K dividiert durch K Fakultät und wieder, Index habe ich verschoben. Wir fangen jetzt wieder bei K gleich 0 an zu summieren und dann, das habe ich gemacht, dass sie gekürzt, dann muss ich aufpassen, dass die Summe danach bei 1 anfängt und dann verschiebe ich den Index 1 nach links, dass ich die Summe wieder bei 0 anfangen lasse und habe dann statt x hoch k minus 1 wieder x hoch k. Und jetzt kann ich eins der a's ganz vorne vorziehen. Ich kann also hier dieses eine a, was da ist, hier hinschreiben und dann habe ich hier die alte Potenzreihe wieder und dann steht da a mal Summe k gleich 0 oder die gleiche Summe a mal Exponentialfunktion ax. Das ist tatsächlich so. Diese Funktion hier, wenn ich sie einmal ableite, liefert einen Faktor a vorne vor. So, jetzt wollen wir heute untersuchen, Differentialgleichung der Form y' ist a mal y mit einer n kreuz n Matrix a. Und tatsächlich, apropos k oder r oder c, wir hätten hier oben auch komplexe Zahlen nehmen können. Tut sich nichts zur Sache. Ne? Alles andere ist das gleiche. Komplexe Potenzreihen gibt es genauso. Ist alles richtig soweit. So, und dann fragt man sich natürlich, geht das hier eigentlich noch genauso? Also, kann man das hier vielleicht genauso machen und einfach kleiner durch groß A ersetzen? Reelle Zahl durch Matrix. Weil was machen wir mit dieser reellen Zahl? Wir potenzieren sie. Das können wir auch mit quadratischen Matrizen genauso machen und dann nehmen wir sie mal als Skalar und dividieren durch die Skalar, alles okay. Also formal erstmal sieht das aus, als wäre hier kein Problem, wenn wir einfach klein a durch groß a ersetzen. Weil wir alles, was wir mit dem kleinen a hier machen wollen, auch mit einer n kreuz n Matrix machen können. Okay, und das geht tatsächlich. Das ist auch auf der ersten Folie, wo es überhaupt. So, also Definition und Satz 26.1. Und das ist auch ein Satz, weil da noch eine Aussage mit dabei steht.
So, was machen wir? Wir definieren zu einer oder zu einer N-Kreuz-N-Matrix A definieren wir die Matrix-Exponentialfunktion und die schreibt sich exp von A, genauso wie vorher. Und das wird definiert als exakt der gleiche Ausdruck. K von 0 bis unendlich A hoch K dividiert durch K-Fakultät. So, das kann man machen. Vielleicht sollte ich einmal zuschreiben, wie die einzelnen Summanden aussehen. Der erste ist nämlich, vielleicht fragt man sich, wie der erste definiert sein soll. Da steht nämlich A hoch 0 durch 0-Fakultät. 0-Fakultät ist per Konvention 1 und A hoch 0 ist per Konvention die N kreuz N Einheitsmatrix. Und so weiter. So, und was ist jetzt die Aussage des Satzes? Die Aussage des Satzes ist, diese Reihe konvergiert absolut. Und zwar überall. Alle Matrizen. Wollte ich noch was schreiben als Aussage dazu? Nö. Tatsächlich, auf der Folie steht noch dieses exp, definiert jetzt noch eine Abbildung des Raums der N-Kreuz-N-Matrizen in sich selber. Na klar, das tut's. So, okay. Was müssen wir zeigen? Wir müssen nur die absolute Konvergenz untersuchen. Also hier könnte man eigentlich ein bisschen mehr dazu sagen, wie das genau funktioniert. Also wir wollen eigentlich ja, dass dieses Ding hier diese Reihe konvergiert und dafür müssen wir aussagen, zum Beispiel, dass die Partialsummen eine Cauchy-Folge bilden, dann müssten wir uns angucken, Differenz der Endenpartialsumme zur Endenpartialsumme, das ist immer so eine Summe von k gleich n bis n plus 1 bis m und wir müssen gucken, dass die beliebig klein werden. Wenn wir das aber machen, dann schreiben wir da Normstriche rum, ziehen die Normstriche rein, als erstes würden wir das tun, und müssen uns tatsächlich nur damit beschäftigen, dass solche Reihen hier konvergieren. Die Dinger sind eigentlich die wichtigen. Wenn diese Reihe hier konvergiert, dann ist auch diese Reihe hier eine Cauchy-Folge bezüglich der Norm, die ich hier für die Matrix benutzt habe. Also vielleicht machen wir das auch gleich so, vielleicht machen wir das mal sauber. Ich habe es, glaube ich, nicht sauber in das Handout reingeschrieben, ein bisschen zu knapp. Also wenn wir die mit Sn die Partialsummen bezeichnen, dann gucken wir uns an, ob diese eine Cauchy-Folge bilden und schauen uns dafür an Sm-Sn mit einem m größer als n und dann ist das hier doch Normsumme k gleich, eine n ist gerade abgezogen, also geht es von n plus 1 bis m a hoch k durch k-Fakultät und jetzt schätzen wir ab, indem wir die Operatornorm reinziehen, also ich meine, bei Ihnen sollte man mitziehen, das male ich gleich so drüber. Also auf Operatornorm reinziehen, k gleich n plus 1 bis m, so, Dreiecksungleichung benutzt. Und jetzt brauchen wir noch an dieser Stelle, dass wir wissen, dass die Norm von a hoch k kleiner ist als die Norm von a hoch k, das wissen wir, weil die Norm submultiplikativ ist, also die Norm von A mal B ist kleiner gleich der Norm von A mal der Norm von B. Also können wir hier abschätzen durch Norm von A hoch K dividiert durch K Fakultät. So, und wir sehen jetzt, diese ist die Differenz der Partialsumme für so eine ganz ordinäre Reihe. Hier steht einfach sowas wie, das hier ist die Reihe, wenn ich hier von 0 bis n summiere, für die Exponentialfunktion von Norm A. Und das heißt also, davon wissen wir schon, dass sie absolut konvergiert, weil es für m, n gegen unendlich geht das gegen 0. Und das zeigt, dass das eine Cauchy-Folge ist und absolute Konvergenz würde genauso funktionieren. Für absolute Konvergenz müssen wir tatsächlich nur Konvergenz dieser Reihe hier zeigen. Okay. Oder wir könnten gleich hier Normstriche drumherum malen oder wie auch immer.
So, also die Konvergenz davon ist tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Der Beweis ist nicht irgendwie schwieriger als, als zu zeigen, dass die Exponentialreihe selbst konvergiert. So, jetzt würden wir natürlich als Übernächstes gerne wissen, ob das auch was hilft beim Lösen von Differentialgleichungen. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, rechnen wir erstmal ein paar Exponential- oder Matrix-Exponentialfunktionen aus. Okay. Ich glaube, wir machen ein bisschen mehr, als da im Handout auf der Folie steht. So, also als erstes gucken wir uns mal die Null-Matrix an. Was passiert nämlich da? Exponentialfunktion der Null-Matrix. Da passiert nämlich was. Kommt nicht 0 raus, ist aber auch kein Wunder, sieht man ja schon da oben. Wenn wir da oben für A die Null-Matrix hinschreiben, dann sind natürlich alle Potenzen davon 0 bis auf die nullte Potenz. Der Konvention ist das immer 0, immer die Einheitsmatrix, das heißt, hier kommt die Einheitsmatrix raus. Matrix, Exponentialfunktion, der Null-Matrix ist die Einheitsmatrix. Eigentlich auch kein Wunder, ist ja bei reellen Zahlen auch so. Als nächstes wollte ich, ja, nehmen wir die hier mal. 0, 1, 0, 0. Was passiert da? Ja, da passiert auch ein bisschen was, aber auch nicht viel. Was haben wir nämlich? Wir haben a hoch 0 ist wie immer die Einheitsmatrix. A hoch 1 ist a. Und a Quadrat ist 0. En, das ist natürlich hier die 2. Das Ding, die Dinger nennt man nilpotent, die Matrizen. Oder alle Matrizen, die auf der Diagonale 0 und unterhalb davon 0 sind und oben was haben, die haben die Eigenschaft, dass irgendwann der Potenz davon 0 ist und hier ist schon sogar die zweite Potenz 0. Daraus folgt aber schon sofort, dass die Matrix-Exponentialfunktion, die Reihe bricht ab. Das hatten wir vorher nicht bei reellen Zahlen. Da bricht die Reihe nie ab, außer für klein a gleich 0. Hier bricht die Reihe nach dem ersten Summanden ab, nur eine 0 und den ersten gibt es. Das ist also in dem Fall die Einheitsmatrix plus a selber und es kommt also 1, 1, 0, 1 raus. Also, wir müssen da was gefasst machen. Bei der Matrix-Exponentialfunktion ist nicht alles, wie es vorher war. So eine abbrechende Reihe hier nach zwei Summanden hatten wir noch nicht. Was sollte das nächste Beispiel sein? Ah ja. Machen wir mal was, wo noch mehr passiert. Nehmen wir mal die Matrix 1 und hier schreibe ich ein T hin, hier ein 0 und da eine 1. Und das T ist irgendwie reell. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, es könnte auch komplex sein, ist eigentlich egal. Ich habe das so geschrieben, ja, ich habe auch komplex geschrieben. Im Handout ist nicht, geht ja genauso. So, okay, also a hoch 0 ist die Einheitsmatrix, a hoch 1 ist a. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Rechnen wir mal a Quadrat aus. Sieht so aus. Und dann sehen wir, oben links passiert nichts. Oben links bleibt eine 1. 1, 1 plus t mal 0 ist 1. Oben rechts passiert was. Einmal t plus t mal 1, da gibt 2t. Unten links ist 0 und unten rechts ist 1. So, und jetzt, wer hier verwegen unterwegs ist, vermutet natürlich gleich, a hoch k könnte sein 1, k mal t, 0 und 1. Und das ist ein ganz einfacher Notationsbeweis, dass das tatsächlich so ist. Also so geht es weiter. A hoch 3 ist 1, 3t, 0, 1 und so weiter. Tatsächlich gilt, a hoch k ist 0, nie 1. K mal t, 0, 1. So ist es. Und dann sollten wir doch jetzt in der Lage sein, die Exponentialreihe komplett auszurechnen. Also x a ist gleich. Und dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen gucken, was schon mal klar ist, ist, hier unten steht 0 unten links. Alle diese Matrizen haben unten links eine 0. Auf den Diagonalen haben die alle eine 1. Das heißt, hier steht die Reihe 1 dividiert durch k fakultiert. Von 0 bis unendlich und hier unten rechts auch. K gleich 0 bis unendlich 1 durch k Fakultät. Und oben rechts, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Oben rechts steht Summe k von 0 bis unendlich. Jetzt steht hier tatsächlich k mal t durch k-Fakultät. Genau. Okay, also die einzige auf die Diagonale erkennen wir als die Darstellung der Zahl der e. Hier ist e, hier ist 0, hier ist e. Keine 6. 0. Und oben rechts im Eintrag, das t können wir aus der ganzen Reihe rausziehen, können wir ein k wegkürzen, haben wieder einen Summanden weniger. Es gibt aber wieder e, also hier steht tatsächlich t mal e. Und das ist auch vielleicht bemerkenswert, immerhin haben wir hier eine Variable t drin, die nach dem Exponentieren, oder nach dem Anwenden der Exponentialfunktion, immer noch als t hier auftaucht. Also kein e hoch t oder x von t, steht einfach wieder t drin. Das ist schon so ein bisschen seltsam für mich. Vielleicht sollte man, ja, vielleicht sollten wir noch, das ist das Letzte, was ich da habe, ne? Wir sollten vielleicht noch ein bisschen näher uns angucken. Zum Beispiel, was ist mit so einer Matrix hier, eine Diagonalmatrix, wo Lambda 1 bis Lambda n auf der Diagonalen stehen, alles andere soll 0 sein. Da ist es natürlich so, dass die Kartepotenz davon, da potenziert sich einfach die Diagonale. Eine Diagonalmatrix mit sich selbst mal genommen, da trifft jedes Diagonalelement auf sich selbst und wir kriegen hier Lambda 1 hoch k bis Lambda n hoch k. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die Matrix-Exponentialfunktion davon, da wird einfach die Exponentialfunktion auf die Diagonale angewendet. Okay, also ganz verschiedene Sachen tauchen auf. Also hier ist irgendwie alles wie gehabt bei Diagonalmatrizen. Na gut, aber Diagonalmatrizen sind ja auch jetzt ein bisschen so wie reell zwar. Naja, nicht so was. Da oben taucht was Seltsames auf bei der Matrix 1, T, 0, 1. Auf Diagonalen steht ein E. Okay, das wundert dann vielleicht nicht so. Aber oben rechts steht so T mal E. Okay. Und da hatten wir in dem Fall 0 Matrix, gibt Einheitsmatrix. Und so eine seltsame Matrix hier, da tauchen einfach noch ein paar mehr Einsen auf. Okay. Im Allgemeinen ist das Business, Matrix-Exponentialfunktionen auszurechnen, gar nicht mal so einfach. Die Fälle waren jetzt alle easy, weil man einfach die Potenzen direkt ablesen kann. Wenn Sie mal Nachmittag Zeit haben, können Sie mal anfangen auszurechnen, was die Matrix-Exponentialfunktion hiervon ist. Ich habe es ins Handout reingeschrieben, aber erst auf einer anderen Seite, weil das irgendwie da nochmal eine Bemerkung wert ist. Da ist man lange mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob man das ohne weiteres, ohne zu wissen, was rauskommen wird, per Hand, per Reihenentwicklung überhaupt auf die Reihe kriegen kann, das auszurechnen. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Okay, dabei belassen wir es nochmal, wobei, ja, wir belassen es erstmal dabei, weil ich einmal wischen muss und dann mache ich, glaube ich, noch ein Beispiel mehr, was auch wichtig zu wissen ist. So, ein Fall, den ich noch zeigen wollte. Ach so. Oh,
Aha, hier war wieder was los. Also genau, bricht die Reihe genau dann ab, wenn A nilpotent ist? Ja, das ist die Aussage. Nilpotent bedeutet ja, ab einer gewissen Potenz ist alles Null. Das heißt, das ist wirklich genau dann, wenn, sehr richtig erkannt. Genau, irgendwann ist alles Null. Mal das, ja, okay, sehr wunderbar. Jawohl. Ja, genau, das hat jemand gepostet. Das ist wirklich hübsch, ne? Genau. Ja, genau. Die Frage von Daniel, das kommen wir noch zu, ganz genau. Da kommen wir zu. Ich wollte noch, genau, sind Exponentialmatrizen oder Exponential von A, ist das immer invertierbar? Kann ich schon mal verraten, ja, rechnen wir, zeigen wir auch gleich. Ich wollte noch ein weiteres Beispiel machen, und zwar, wenn eine Matrix eine Blockform hat. Hier sind so, und diese A, J gleich 1 bis N, alle quadratisch. Das ist mir auch noch ein Fall, der wichtig sein wird am Ende der Veranstaltung. Das ist mir auch nicht schwer, wenn nämlich, wenn wir so eine Matrix miteinander mit sich selbst multiplizieren, oder A Quadrat, dann ist es nämlich auch so, dass beim Multiplizieren der ite Block auf den iten Block trifft. Das heißt, was hier passiert, ist nichts anderes, als hier steht A1 Quadrat, hier steht A2 Quadrat und hier unten steht AN Quadrat. Und so weiter. Allokate Potenzen von blockdiagonalen Matrizen mit quadratischen Blöcken liefert also hier die Potenzen auf die Diagonale beim Potenzieren. Und wir kriegen alle für die Exponentialfunktion auch nichts anderes, als dass die Blockweise auf die Diagonale angewendet wird. Okay, das ist auch wichtig zu wissen. So, okay, dann fangen wir mal mit den Eigenschaften der Exponentialfunktion an. Dafür gibt es auch wieder eine Folie, oder? Jawohl. Also, Platz 26.2. Also, was brauchen wir? A ist n kreuz n und t soll invertierbar n kreuz n sein, heißt ja also gln von k bei mir, general linear group of order n. Dann gilt so, das erste ist, dass wenn wir die Exponentialfunktion anwenden auf eine Matrix der Form t hoch minus 1 mal a mal t, also t soll invertierbar sein, dann können wir das so bilden. Und da passiert was Witziges, das t hoch minus 1 und das t kann man links und rechts rausziehen. Für alle anderen Sachen, wenn das irgendwas anderes wäre, s hoch minus 1 mal a mal t, sage ich gar nichts zu. Okay. Dann zweitens, das haben wir eigentlich schon so gut wie gesehen, die Norm von exp von a ist kleiner als x von der Norm von a. Das wundert einen vielleicht nicht, dass sie ganz stark aus, als würde es die Dreiecke zum Gleichen benutzen, und so einfach ist der Beweis auch. Und das dritte ist das, was jetzt für Differentialgleichungen wichtig ist. Die Funktion, nicht die hier, sondern die Funktion x bildet ab auf Exponentialfunktion von a mal x. Und das x soll eine reelle Variable sein, kein Vektor. Das muss man hier immer ein bisschen aufpassen. Jetzt, ich schreibe oft, x von ax wird häufiger vorkommen, diese Veranstaltung. Aber das x ist ein Skalar. Das könnte also auch links stehen. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrt hier. X soll eine reelle Zahl sein. Diese Abbildung ist differenzierbar. Mit, und dann soll sein, die Ableitung davon, d nach dx. Ich habe das mal so, von x ax ist, und jetzt passiert tatsächlich nichts Besonderes, es kommt tatsächlich einfach ein Faktor a vorne vor. Also diese Matrix-Exponentialfunktion, wenn ich sie mit einem Skalaren, einer reellen Zahl von rechts mal nehme, das Argument a, hat die Eigenschaft, dass wenn ich sie nach dieser Skalar ableite, kommt die Matrix einfach da vorne vor. Okay. Genau, GL, General Group, invertierbare Matrizen, perfekt. Sehr gut. So,
So, dann beweisen wir das mal. So, der Beweis des Ersten, das geht zügig. Da muss man sich eigentlich nur für überlegen, wie sehen die Potenzen davon aus. Was ist, wenn ich t hoch minus 1 mal a mal t hoch k nenne? Was passiert? Was passiert? Ich muss das k mal nebeneinander schreiben. T hoch minus 1 mal t hoch minus 1 mal t und so weiter. Und hinten nochmal t hoch minus 1 mal a mal t. Und hier sehen Sie, die verschwinden. Ja. Die verschwindet, mit der ich Linie malte, und die verschwindet auch, mit der die hier steht. Und es kommt tatsächlich nur t hoch minus 1 mal a hoch k mal t heraus. Und das war es schon. Ja. Hier, das ist schon die, wenn wir das wissen, dass die k-te Potenz von t hoch minus 1 mal a mal t ist t hoch minus 1 mal die k-te Potenz von a mal t. Und daraus folgt schon die Behauptung. Ja. Das heißt jetzt, ich schreibe es mal ganz hin. Daraus folgt Exponentialfunktion von dem hier ist gleich. Schreibe ich gleich die ganze Reihe hin. K von dem ist unendlich. Und da muss jetzt t hoch minus 1 mal a mal t hoch k hin. Und das schreibe ich gleich so. T hoch minus 1 mal a hoch k mal t dividiert durch k Fakultät. So, und jetzt kann ich natürlich bei den Partialsummen kann ich links und rechts das t hoch minus 1 und das t ausklammern. Und dann kann ich zur Grenze übergehen und dann bleiben die draußen und in der Mitte entsteht die Exponentialfunktion. Das heißt, hier kann ich genauso wie auch sonst konstante Faktoren aus der Summe rausziehen. Das ist also t mal Summe a hoch k durch k Fakultät. Links natürlich t minus 1 und rechts t und dann kriege ich raus das, was ich rauskriegen soll. Okay, ich schreibe ihn. Oder machen wir vielleicht so, das Ding hier ist exp von a. Perfekt. Ja, das zweite haben wir eigentlich schon gesehen. Das ja, machen wir durch Anwendung der Dreiecksgleichung gleichen. Ne? Norm von exp a ist gleich Norm der Reihe. Und jetzt ja, wieder mit Partialsumme argumentiert. Wenn wir eine Partialsumme nehmen, können wir die Norm reinziehen, machen es dabei größer, durch endlich oft Anwenden der Dreiecksgleichung. Danach gehen wir wieder zur Grenze über und sehen, das stimmt auch immer noch bei der Grenze. Also das ist tatsächlich kleiner gleich dem hier. Und das k ziehe ich auch gleich raus, wegen so Multiplikativität. Und das ist Exponentialfunktion von a, von Norm von a. Also hier zwei Sachen auf einmal. Einerseits die Dreiecksgleichung, um die Norm in die Summe reinzuziehen und andererseits Submultiplikativität der Norm, um den Exponenten k aus der Norm rauszukriegen. Gut, das dritte, da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr argumentieren. Dass die Funktion differenzierbar ist. Das habe ich jetzt gerade weggeschoben. Der Punkt ist die Abbildung, von um die es gerade geht. Differenzierbar. Und das geht tatsächlich im Wesentlichen wieder so, dass ich die Potenzreihe gliedweise differenziere. Also wir machen das mal so. Wir setzen f von x ist gleich Exponentialfunktion von a mal x. Und entsprechend fn von x soll sein die Partialsumme, die n. Also, genau, x hoch k, a hoch k, dividiert durch k. Und ich schreibe mal das x nach links, dass man irgendwie nicht mehr denkt, das wäre Vektor, falls man das immer noch mal so denkt. So, hier ist jetzt einfach abzuleiten. Das fn können wir einfach jeden einzelnen Summanden ableiten. fn', da tut sich jetzt halt nichts, das also tut sich natürlich was, aber nur, ich muss einfach nur jeden einzelnen Summanden ableiten. Und da steht hier k mal x hoch k minus 1 a hoch k durch k Fakultät. Und wenn ich jetzt einmal hinschaue, was passiert, ich kann wieder 1 durchdividieren, Summand 1 runter, den Index 1 runtersetzen. Dafür muss ich aber ein a ausklammern. Aber auch, wenn ich den Index nach unten verschiebe, geht die obere Grenze 1 runter. Und dann sieht es noch so aus. Und das ist also jetzt a mal
fn minus 1 von x. So, achso, die fehlt noch ein fn Strich von x, sollte ich vielleicht schreiben. Okay. So, dann wissen wir jetzt doch, dies hier konvergiert für n gegen unendlich gegen das f von x oder Exponentialfunktion von x, von ax. Und das hier konvergiert deswegen auch für n gegen unendlich, weil dies sind hier ebenso wieder gegen a mal Exponentialfunktion von ax konvergiert. Also das hier konvergiert gegen die Exponentialfunktion. Mal a genommen konvergiert es dagegen. Okay. So, und jetzt brauchen wir noch, dass die Konvergenz hier auch gleichmäßig in x ist auf kompakten Intervallen. Also Konvergenz von fn gegen x ist gleichmäßig gegen x von a Punkt, so vielleicht gleichmäßig auf kompakten Intervallen. Und was folgt also? Wir machen das jetzt nämlich so, wir schreiben fn von x mit dem Hauptsatz der differenziellen Integralrechnung als fn von 0 plus das Integral von 0 bis x über fn Strich von t dt. So. Okay, das können wir machen bei allen differenzierbaren Funktionen. Differenzierbar von dem fn haben wir ja gerade hier einfach nachgewiesen. Und jetzt wollen wir zur Grenze übergehen. Und das geht, also hier ist es gar kein Problem, das ist einfach immer die Einheitsmatrix. Das Ding hier konvergiert für n gegen unendlich gegen die Exponentialfunktion von ax. Und hier unterm Integral konvergiert es auch. Und jetzt die Frage, können wir den Grenzbereich ins Integral reinziehen? Ja, das ist genau der Grund, der hier steht. Weil wir gleichmäßige Konvergenz auf kompakten Intervallen haben, also auf diesem ganzen Intervall haben wir gleichmäßige Konvergenz und gleichmäßige Konvergenz vertauscht mit dem Bilden von Integralen. Also das hier geht dann gegen ax, ax. Das heißt, durch Grenzübergang folgt hieraus, x von ax ist gleich Einheitsmatrix plus das Integral von 0 x über a mal x at, achso, hier auch t natürlich, t dt. Das ist nicht ganz die Gleichung, die wir haben wollten, aber wenn wir jetzt hier nach x ableiten, folgt die Behauptung. Wenn wir nach x ableiten, steht links die behauptete Ableitung, die wir ausrechnen wollen. Das fällt weg und das hier gibt den Integranten an der oberen Grenze. Also ableiten nach x zeigt Behauptung. Okay. Gut. Wunderbar, dann müssen wir die Zeit zuwischen. Ne? Ja, vielleicht. Dann haben wir noch ein bisschen längeres Programm. Ja, vielleicht machen wir doch jetzt mal kurz eine Pause, während ich wische. Ja, ich habe jetzt mittlerweile wieder für heute für noch zwei weitere Videos. Macht aber nichts, wenn Sie noch was produzieren wollen, schicken Sie es her, das kriege ich schon noch irgendwie hin. Genau, also heute wieder ein Video und viel Spaß damit. Ich bin gleich wieder zurück. Jo, habt ihr schon was geschafft? Nee, muss noch mehr machen. Andere Aufgabe ist doch morgen. Ja, aber ich bin auch Punkt in TM. Ja, und Anna auch. Ich habe die letzten zwei Male verkackt abzugeben, weil ich verpennt habe. Ja, und das ransetzen, oder? Ja. Digga, ich habe so keine Lust mehr. Wieso fangen wir immer so spät an? Weil wir faule Studenten sind. True. Hat schon irgendjemand was auf WhatsApp? Ich schau mal nach. Thank you.
Ey Jungs, bin am Arsch. Steht irgendwas im Discord? Ja, warte, ich schau mir kurz Felix Video an, vielleicht finden wir da was. Natürlich kann man mit dem Satz von PK Lindelöf auch was beweisen, schließlich ist es hier konstruktiv. Also nutzen wir diese PK-Iteration und beweisen mal etwas, was wir eigentlich schon jetzt kennen. Also beweisen wir jetzt einen Satz, den wir schon in der Folge. Fuck man, Internet geht nicht. Ja, Boys, lass einfach ein Pausenvideo machen. Ja, safe. Ja, komm, steig mal. Let's go. So. Da bin ich wieder. Okay. So. Ja, das Problem mit der Kamera kriege ich heute nicht mehr in den Griff, da muss ich wohl mal Bescheid sagen, dass das mal jemand anschaut. Okay, so, kommen wir dazu, was haben wir jetzt davon für Differentialgleichungen? Und ja, das, was wir gerade gezeigt haben, dass die Ableitung von x von a mal x mit einer reellen Zahl x genau a mal x von ax ist. Das bringt uns zwei gute Sachen. Also einerseits die Lösungsformel für lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Und andererseits aber auch wird uns das auch haufenweise Eigenschaften der Exponentialfunktion liefern. Okay, ich schreibe mal den Satz auf, vielleicht sollte ich ihn auch auflegen. Okay, also Satz 26,3. Diese Matrix hier, exp, und ich krieg noch einen Namen, heißt nur kurz phi, glaube ich, phi von x gleich exp ax ist Fundamentalmatrix zu y' ist gleich ay. Okay, das ist das eine. Dann gibt es noch die Lösung zum Anfangswert phi von, wollte ich 0 schreiben, ich will x 0 schreiben, ne? Phi von x 0 ist gleich y 0 ist, und da gibt es jetzt zwei Sachen, die ich dazu aufschreibe. Das eine wissen wir so, folgt direkt aus dem, dass es eine Fundamentalmatrix ist, und zwar, die muss ich dann schreiben als x von ax mal x von a x0 hoch minus 1 mal y. Und jetzt kommt noch eine Aussage des Satzes, das ist das gleiche wie x von a mal x minus x0 mal y0. Also, das sind jetzt sozusagen drei Aussagen, die schon stehen. Das erste ist, das hier ist eine Fundamentalmatrix zu dieser Differentialgleichung. Dann ist das eine direkte Folge, dass die Lösung so aussieht. Und dass das gleiche ist wie das, noch eine weitere Behauptung. Oder wir können auch noch anders sagen, schreibe ich hier hin, weil das ist so, das ist jetzt nur eigentlich gar keine Aussage, keine weitere Aussage. Dies Ding hier, Lambda von x und xi ist gleich exp a x minus xi ist Übergangsmatrix. Zu y' gleich x. Das können wir auch so sagen, die Aussage hier hinten. Dass das hier die Übergangsmatrix, oder die Übergangsmatrix ist schon mal klar, aber das ist auch so. Und vielleicht sollte ich hier mal erinnern, das ist eine. Wir könnten noch die Spalten vertauschen zum Beispiel. So, okay. So, vielleicht. Jetzt habe ich gesehen, der Beweis im Handout ist ja nicht so systematisch strukturiert, also dass das hier eine Fundamentalmatrix ist, haben wir schon direkt gesehen. Also wir haben schon gesehen aus dem vorherigen Satz, aus Satz 26,2 folgt, dass phi Strich von x ist a mal phi von x. Und daraus folgt schon Fundamentalmatrix. Achso, und außerdem vielleicht noch der Anfangswert, phi von 0 ist die Einheitsmatrix.
Dann haben wir also hier stehen, Phi ist eine Lösung der Matrixwerten-Differentialgleichung mit einem invertierbaren Anfangswert, also ist das Phi eine Fundamentalmatrix. Also daraus folgt Phi Fundamentalmatrix. Okay, das Ding hier, erste Gleichung, folgt direkt darauf. Das war eine unserer Feststellungen, wenn wir eine Fundamentalmatrix haben, dann können wir das immer so, die Lösung immer so schreiben. Was ist hiermit? Zwei Stern. Ja, das folgt daraus, dass wir jetzt einfach nachrechnen, dass das hier auch eine Lösung ist. Also, es gilt, wenn ich das nach x ableite, dieses Ding hier, x von a, x minus x0, mal y0, dann passiert Folgendes. Y ist konstant, spielt keine Rolle. Und hier rechnet, bekommen wir einfach x von a, nein, a mal x von a mal x minus x0 mal y0. Das ist eine, kein Punkt. Und außerdem gilt diese rechte Seite da, dieser Ausdruck hier, x von a mal x0 minus x0, y über 0 ist gleich, dann steht hier nämlich hoch Exponentialfunktion von 0. Das ist also die Einheitsmatrix ist gleich Einheitsmatrix mal y0 ist gleich y0. Und das bedeutet, dieser Ausdruck, der hier steht, ist auch eine Lösung der Differentialgleichung y ist gleich y' ist gleich ay mit dem gleichen Anfangswert. Das ist eine Lösung, weil das eine Fundamentalmatrix ist. Das ist eine Lösung, haben wir gerade nachgerechnet. Lösungen sind eindeutig, also müssen die beiden gleich sein. Also, zwei Stellen folgt aus Eindeutigkeit. Und Lösungen. Und das war's. Okay. So, und das hilft uns jetzt dabei, weitere Eigenschaften der Exponentialfunktion anzugeben. Okay. Okay. So, was wissen wir jetzt zusätzlich? Wenn wir zwei quadratische Matrizen haben und zwei reelle Zahlen, dann gilt erstens dieses hier, Exponentialfunktion von a x mal Exponentialfunktion von a x Strich ist das gleiche wie Exponentialfunktion von a x plus x Strich. Okay. So, dann daraus wird dann folgen, was Sie schon vermutet haben, Exponentialfunktion von ax ist immer invertierbar für alle a und für alle x und die Umkehrfunktion, die inverse Matrix können wir sagen, Exponentialfunktion von ax invers ist tatsächlich Exponentialfunktion von minus ax. Also auch wie gehabt, nichts Neues hier. Hier, dritte Eigenschaft, da gilt, es ist was Neues. Und zwar, schreibe ich lieber andersrum, falls a mal b gleich b mal a ist, falls die Matrizen a und b kommutieren, dann gilt Exponentialfunktion von ax mal Exponentialfunktion bx ist gleich Exponentialfunktion von a plus bx.
So, also irgendwie sind das doch so die Regeln, die man sich so denkt. Also das hier funktioniert mit dem Skala A auf jeden Fall, das kommt uns bekannt vor. Das ist auch irgendwie so schon immer gewesen, wenn die Exponentialfunktion liefert immer nur Sachen, die nicht Null sind, in dem Fall nicht invertierbare Sachen. Hingegen diese Additionsformel für die Exponentialfunktion, die ja im reellen, im rein reellen, im eindimensionalen furchtbar wichtig ist, die gilt hier im Allgemeinen nicht. Jedenfalls steht das nicht hier. Hier steht nur, dass sie gilt, wenn die Matrizen A und B kommutieren. Und tatsächlich, wenn sie nicht kommutieren, danke sehr. Das ist natürlich hier ein Plus. Dankeschön. Wenn die Matrizen nicht kommutieren, dann wird es sehr kompliziert. Also wenn Sie sich mal abschrecken lassen wollen, versuchen Sie Baker-Campbell-Hausdorff-Formel zu googeln. Das ist eine Formel für diesen Ausdruck hier, für den Fall, dass A und B nicht kommutieren. Ich habe überlegt, ob ich es in der Randbemerkung schreibe oder so, wurde mir zu anstrengend, deswegen habe ich es bleiben gelassen. Okay. Andererseits ist es auch noch so, es gilt nur diese Implikation. Also wenn das gleich ist, wenn die beiden kommutieren, dann ist das hier gleich. Es gibt aber auch noch den Fall, dass die Matrizen nicht kommutieren, die Formel aber trotzdem gilt. Und ich weiß gar nicht, ich habe das vielleicht mal gewusst, aber ich habe so alle Fälle wieder vergessen, ob man die Fälle charakterisieren kann, wo das hier gilt. Und ich bin überfragt, ich weiß es jedenfalls aus dem Kopf nicht mehr. Okay, aber das ist alles erstmal nicht so schlecht, das ist ja schon mal ganz praktisch. Insbesondere das hier werden wir heute noch an einer Stelle sehr günstig einsetzen können. So, bewahrt's. Ja, das erste folgt direkt aus dem Satz vorher, weil wir ja für Übergangsmatrizen diese eine Gleichung haben so wollen. Ja, also das Schreibrechnung folgt direkt aus dem Satz vorher. Ja, da kann man wahrscheinlich auf viele Art und Weisen aus dem vorherigen Satz schließen, indem man einfach überlegt, wenn ich von einem Anfangswert x in die Zukunft gucken möchte und danach nochmal x' oder in dem Fall hier erst x' und dann x in die Zukunft gucken möchte, dann muss ich eben einfach beides mal mich mit dem mit der fundamentalen Matrix so viele Schritte in die Zukunft weiterhangeln. Okay, und und zweitens folgt aus 1, das schreibe ich ja mal hin, da wissen wir doch nämlich, dass die Einheitsmatrix ist Exponentialfunktion von a mal x minus x, einfach weil x minus x gleich 0 ist. Und das hier ist nach dem Punkt vorher x ax mal x minus ax und dann haben wir es da stehen, die beiden Matrizen da ganz rechts miteinander multipliziert ergeben die Einheitsmatrix. Okay. So, beim dritten Punkt ist was zu tun und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, wir schreiben die Reihenentwicklung hin und gucken, gucken uns das Cauchy-Produkt nochmal genau an. Das kann man machen, haben wir schon. Ist also nicht so besonders interessant, das normal zu machen. Wir machen mal hier etwas anderes und wir beweisen das mit Hilfe von Differentialgleichungen. Das geht nämlich auch. Also wenn a mal b gleich b mal a ist, dann gilt auch, wie oben will ich es haben, Potenz am a. A hoch k mal b ist gleich b mal a hoch k. Warum? Schreiben wir das hier als a mal a mal a mal a und dann können wir das b nach und nach an jedem einzelnen a vorbeitauschen, bis es ganz links gekommen ist. Und das gilt für alle k. Okay. Also, sozusagen durch Übergang zur Grenze, wenn man so möchte, wie will ich es haben, x ax mal b ist dann gleich, schreibe ich die Potenzreihe hin, mache ich mal so rum, x hoch k, a hoch k mal b, gleich rein multipliziert, von rechts in die Summe rein multipliziert, deswegen kann ich es an allen vorbeiziehen und links wieder raus. B mal diese Reihe und das ist also b mal exp. Das heißt, wenn a mit b kommutiert, kommutiert es auch mit der Exponentialfunktion von a mal x, dann liegen die Vielfache von a. Okay, außerdem
Hier können wir beobachten, wenn wir folgende Funktion nehmen. Groß f von x ist Exponentialfunktion von ax mal Exponentialfunktion von bx. Das muss ja auch differenzierbar sein. Das sind differenzierbare Funktionen, das sind differenzierbare Funktionen, Produkt von differenzierbaren Funktionen ist differenzierbar. Hier ist zwar alles matrixwertig, aber tut sich nichts. Wir können nämlich tatsächlich auch hier einfach die Produktregel anwenden. Die Produktregel lautet nämlich einfach, Ableitung des Matrixproduktes ist Ableitung hiervon, Matrixprodukt davon, plus diese Matrix, Matrixprodukt mit der Ableitung davon. Ist also nichts anderes als A mal exp, ax mal exp, bx plus exp, ax und dann hier ableiten, b mal exp, bx. Also die Produktregel gilt auch für Matrixwerte, für Matrixprodukte. Für differenzierbare matrixwertige Funktionen. Habe ich nicht bewiesen, das ist aber, der Beweis geht so, Sie fangen an, das hinzuschreiben, schreiben die Summen hin, die das Matrixprodukt hier enthält und ziehen die Differenzen einfach in die Summe rein, wenden auf jedem Summanden dieser Summe die normale Produktregel an und sehen, dass wir alles wieder auseinanderziehen können. So ist es hier tatsächlich. So und jetzt, nachdem was wir vorher gemacht haben, können wir das B hier links vorbeiziehen, das heißt, wir können hier a plus b links ausklammern. Das sieht hier also wieder, was bleibt über, x a x mal x b x 2 mal ist genau f von x. Daraus folgt sowohl x a x mal x b x und diese Funktion hier, x a plus b x, lösen beide die gleiche Differentialgleichung, und zwar so eine matrixwertige Differentialgleichung, phi Strich ist gleich a phi, nee, nicht a phi, sondern a plus b phi mit Anfangswert Einheitsmatrix. Also müssen sie gleich sein. Eindeutigkeit von Lösung von Differentialgleichungen. Okay. Also nochmal vielleicht, warum sind das beides Lösungen? Das hier ist die Lösung, das haben wir gerade da nachgerechnet. Diese Funktion hier ableiten, ergibt das da. Und das hier ist die Lösung, das ist die Aussage des Satzes davor. Wenn ich hier nach x ableite, kriege ich diese Matrix als Vorfaktor raus. Und das ist die hier steht. Okay. Das ist das. So, und jetzt kommt im Handout nochmal diese Randbemerkung, dass das Ausrechnen von Matrix-Exponentialfunktionen durchaus anstrengend ist und auch also per Hand sowieso, einfach weil die Matrixpotenzen nicht immer einfach herauszufinden sind, wie sie aussehen. Da gibt es auch eine hübsche Theorie zu, im Prinzip reden wir ja gleich drüber. Ist auch numerisch übrigens nicht einfach. Also das, was Wolfram Alpha da mal eben so ausspuckt, da steckt schon ganz schön was hinter, weil das ja sogar noch symbolisch, aber auch rein numerisch für eine beliebige Matrix ist das nicht so ganz einfach, was dabei passiert. So, ich mache mal Platz und dann sprechen wir darüber, wie man das per Hand ausrechnen kann, Matrix-Exponentialfunktionen, wenn man mal muss. Wobei, nicht nur wenn man mal muss, sondern man lernt auch ein bisschen was dabei, nämlich was alles überhaupt passieren kann bei Matrix-Exponentialfunktionen.
So, wie rechnet man jetzt Matrix-Exponentialfunktionen per Hand aus, wenn man keine Ahnung hat, wie sich die Matrix-Potenzen entwickeln? Dann gibt es eine Chance mit der Jordanschen Normalform. Okay, warum? Ich schreibe das mal auf, Jordanische Normalform. Sieht also so aus, wir können A schreiben als Q mal J mal Q hoch minus 1 mit einem invertierbaren Q und einem J der Form, ja, das sind natürlich so aussieht. Blockdiagonal und die Matrixblöcke auf der Diagonale JI, oder ich habe sie, glaube ich, auf der nächsten Folie JJ genannt, sehen so aus. Die haben eine Zahl Lambda J auf den Diagonalen und Einsen auf der ersten oberen Nebendiagonale. Genau, und also es ist so, das Lambda J kann in jedem Block verschieden sein, kann in jedem Block gleich sein, kann in manchen gleich sein, in manchen verschieden. Und die Größe dieser Matrizen, die sind alle verschieden. Oder können alle verschieden sein. Also NJ. Und das muss komplex sein wahrscheinlich. Ne? Also auch für eine reelle Matrix, die können Sie immer mit einer komplexen Matrix, invertierbar Matrix Q, auf diese Form bringen. Block-Diagonal-Matrix und die Blöcke auf den Diagonalen sind sogenannte Jordan-Blöcke, Matrizen dieser Form. Auf der Diagonale ist immer die gleiche komplexe Zahl, auf der oberen Nebendiagonale ist eine 1 und die Größe der Matrix, die kann in jedem Block verschieden sein. Okay, ich glaube, ich habe hier, sollte ich mal nicht n hinschreiben, weil meine Matrix immer n kreuz n ist. Also diese Dimensionen nj für j von 1 bis k aufsummiert, ergeben dann natürlich das n, die ursprüngliche Dimension der Matrix A. Genau, warum ist das gut? Das ist deswegen gut, weil es für reelle Matrizen immer geht. Die können jede reelle Matrix so faktorisieren. Das ist nicht immer einfach auszurechnen, wie das geht, aber es geht im Prinzip immer. Und wenn wir das haben, dann müssen wir eben x von a, oder um x von a zu bestimmen, müssen wir nur noch q mal exp j mal exp, Quatsch, mal q minus 1 bestimmen. So, und dafür müssen wir nur noch hier die Exponentialfunktion auf einzelne Jordan-Blöcke anwenden. Das heißt, es reicht tatsächlich, sich mit solchen Jordan-Blöcken zu beschäftigen. Wenn ich davon weiß, wie die komplexe Matrix-Exponentialfunktion aussieht, dann habe ich eigentlich das auch hingekriegt, für alle anderen Matrizen die komplexe Matrix-Exponentialfunktion auszurechnen, wenn ich die Jordansche Normalform ausgerechnet habe. Es geht aber heute, es wird uns aber so ein bisschen mehr um die möglichen Dynamiken gehen, die es so gibt die möglichen Sachen, die auftreten können bei solchen Exponentialfunktionen. So. Okay, das heißt, was wir jetzt noch machen wollen, ist, für eine solche Matrix die Matrix-Exponentialfunktion auszurechnen. Okay, und auch das ist schon nicht so ganz trivial, wenn wir davon jetzt versuchen, die einzelnen Potenzen auszurechnen. Das wird schon so ein bisschen unangenehm, ziemlich bald. So, habe ich irgendwie meine Kameraeinstellung versaut. Die war nie so richtig gut. Aber es ist auch einfach nicht mehr drin. Na gut. So, also, hier ist der Satz dazu. Es heißt doch ein Lemma, ja. Also, Lemma. Matrix-Exponentialfunktion für Jordan-Blöcke. So, also wenn wir einen Jordan-Block haben, J ist Lambda bis Lambda, 1 auf der Nebendiagonalen und das soll jetzt wie groß sein? N kreuz N. Dann gilt die Exponentialfunktion von
J mal T, für reell ist T, machst du vielleicht schreibe ich das mal hin, für T aus R. Wobei, C wäre okay, aber machen wir nicht. Ist gleich Exponentialfunktion von Lambda mal T, einfach als Skalare. Aber jetzt kommt es mal eine Matrix, bei der steht 1 auf den Diagonalen. Unterhalb stehen nur Nullen. Auf der ersten oberen Nebendiagonale steht T. Auf der zweiten steht T Quadrat halbe. Und ganz oben rechts in der Ecke, da steht T hoch N minus 1 dividiert durch N minus 1 Fakultät. Also auf der kartenoberen Nebendiagonale steht T hoch K minus 1 dividiert durch K minus 1 Fakultät. Okay. Ist jetzt nicht so furchtbar, finde ich, aber schon ein bisschen anstrengend, sich zu merken. So, okay. Jawohl, rechnen wir das mal nach, dass das stimmt. So, und warum stimmt das? Wir schreiben nämlich mal so, dass diesen Jordan-Block zerlegen wir als Lambda mal Einheitsmatrix plus N, und das heißt es auch N bei mir? Nö, nee, heißt P, warum heißt es P? P und P ist die Matrix mit den Einsen auf der oberen Linie. Und das Ding hier heißt, glaube ich, im Handout die. So, und jetzt kommt's. Diese beiden Matrizen kommutieren. Lambda, also Vielfaches von der diagonalen Matrix kommutiert nämlich mit allem. Vielfaches von der Einheitsmatrix kommutiert mit allem. Also sagt die Matrizen, die mit allen kommutieren, sind nicht viele, das sind die einzigen. Also schon alleine die Diagonalmatrix, wo die Diagonalanträge verschieden sind, kommutiert nicht nur mit anderen Matrizen. Und das ist dann so, wenn die von links und von rechts multiplizieren, einmal skalieren sie die Spalten, einmal die Zeilen, das ist was Verschiedenes. Da ist aber überall eine gleiche Zahl auf der Diagonale, das heißt, diese Matrizen kommutieren. Und das gilt D mal P ist Lambda mal P und das ist auch P mal D. Das heißt, die beiden kommutieren. Und also gilt Exponentialfunktion von Jordan-Block mal T ist gleich Exponentialfunktion von D mal T mal Exponentialfunktion von P mal T. Okay, und das hier, das ist einfach Exponentialfunktion von Lambda, Einheitsmatrix mal T, und das ist nichts anderes als Exponentialfunktion von Lambda T mal Einheitsmatrix. Das ist schon mal gut, das heißt den Vorfaktor Exponentialfunktion von Lambda T haben wir schon erklärt, es bleibt nur noch zu zeigen, dass Exponentialfunktion von P mal T, von dieser hier, das da ist. Okay, wie macht man das? Achso. Ja, genau, das habe ich hier sehr knapp aufgeschrieben. Binomialkoeffizienten brauchen wir. Was ist Binomialkoeffizienten? Wo sollten wir Binomialkoeffizienten einsetzen? Da stehen nur Fakultäten bisher. Ich weiß nicht ganz, was Ihre Frage bedeuten soll. Zu sehen, hier an dieser Stelle irgendwo Binomialkoeffizienten. Weil ich sehe, wir brauchen erstmal nur Fakultäten bis dahin. Ne? Ja, ist glaube ich jetzt mal. Passiert nicht. Okay. Rechnen wir nochmal aus, was mit den Matrizen von, mit den Potenzen von P passiert. Also das hier ist diese Matrix. P hoch 1 ist natürlich P. Das ist die.
Und jetzt kommt es, P² ist dann die Matrix, wo zweimal 0 auf der Diagonalen stehen und auf der ersten Oberen neben der und dann kommen die Einsen. Und so weiter. Und dann am Ende ist dann irgendwie P hoch N ist dann, wenn P hoch N minus 1 ist dann die Matrix, wird nur noch hier eine 1 und alles andere ist 0. Und P hoch N ist gleich P hoch N plus 1 ist gleich und so weiter sind alle 0. Und daraus folgt es jetzt. Wenn ich jetzt hier sehe, dass nach der N-Potenz ist alles 0, dann muss ich die hier zusammen so aufsummieren, wobei ich das Ding hier noch durch 0 Fakultät, das durch 1 Fakultät, das durch 2 Fakultät teilen muss. Achso, und die müssen das T mitnehmen. Wenn ich überall noch PT bilde, dann habe ich hier diese Einheitsmatrix, die habe ich T mal die hier, T² mal die hier, T hoch N minus 1 mal die hier. Und daraus folgt schon Exponentialfunktion von P mal T ist das, was es sein soll. Dieser hier ist der Beitrag von der auf der Nebendiagonalen T. Ist von der hier und ganz in der Ecke ist dann t hoch n minus 1 durch n minus 1. Und das war's. Okay, so dann sollte ich. Okay. Vielleicht noch erwähnen, dass man hier auf das Problem stößt, dass die jordische Normalform in dieser Form, na gut, sagen wir mal hier in dieser Form, die auf dieser ganzen Tafel steht, so funktioniert das nur komplex. Selbst wenn ich mit einer reellen Matrix hier starte, ist das manchmal komplex. Sorry, nicht so. Es gibt auch eine reelle jordische Normalform. Das funktioniert ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gemacht haben in Ihren Algebra, das kommt nicht immer mehr dran, das dauert nochmal extra länger. Reelle Jordan-Form. Gibt es auch, und da gibt es sogar verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, was die reell einfachste Variante ist. Das sieht so aus, da ist so ein einzelner Jordan-Block, JJ sieht dann so aus, ich habe hier 2 Kreuz 2 Blöcke C auf der Diagonale und nebenan auf der Blockdiagonale und auf der oberen ersten 2 Kreuz 2 Blockdiagonale habe ich 2 Kreuz 2 Einheitsmatrizen und diese Cs sind von der Form A. Warum habe ich denn so rum gemacht? Eigentlich macht man das immer so rum. So geht es jedenfalls auch. So, und das ist ein Jordan-Block zum Eigenwert Lambda ist A plus B. Also wenn Sie die komplex oder eine reelle Matrix haben, die ein komplex konjugiertes Paar von Eigenwerten haben, also von diesen beiden Eigenwerten a plus ib und a minus ib, dann können Sie immer noch eine reelle Jordan-Form erzeugen, indem Sie an der Stelle für den Jordan-Block, der zu diesem Eigenwertpaar gehört, der sieht dann eben so aus. Auf der Diagonale stehen solche Matrizen und erst auf der zweiten oberen Nebendiagonale ergeben sich die 2 Kreuz 2 Einheitsmatrizen. Und dann muss man noch wissen, dass von diesem C Exponentialfunktion von diesem hier A minus B BA mal sagen wir ein T ist, ja das kann man auch rausrechnen, ja ich glaube das ist Farbe, ist okay. Da kommt nämlich raus, das ist nicht so furchtbar schwer, aber da hat man auch genug zu tun, das auszurechnen. Da kommt nämlich raus, nicht sowas, sondern zuerst Exponentialfunktion von AT, vom Realteil des Eigenwertes, und der Imaginärteil geht hier in einen Term Cosinus B mal T minus Sinus B mal T Sinus B mal T und Cosinus B mal T. Und dann muss man noch wissen, was passiert aus den oberen nebendiagonalen Blöcken hier, aber das ist strukturell das gleiche wie vorher. Also hier wenn Sie davon die Matrix Exponentialfunktion berechnen, dann kriegen Sie auf der Diagonalen diese Blöcke, auf der oberen Nebendiagonale diese Blöcke mal t, auf der zweiten oberen Nebendiagonale diese Blöcke mal t² halbe und so weiter. Das steht auch im Handout drin. Genau, das sollte man vielleicht wissen. Solche Blöcke haben auch eine vergleichsweise einfache Matrix Exponentialfunktion. Realteil sorgt für so einen entweder wachsenden oder fallenden Faktor, je nachdem, ob das a positiv oder negativ ist.
Und der Imaginärteil sorgt für so eine Drehmatrix, die also in dem Fall so hier links rum um den Winkel B dreht. Den Winkel B mal T. Ja. Oder B, dann gut. Okay, so, das ist das. Und. Ja, ja klar. Genau, das hier, das ist die Zahl, das ist die Besen und so aussieht. So, diese Matrizen hier sind tatsächlich Darstellungen für komplexe Zahlen. Sie will sagen, Sie können eine komplexe Zahl, und diese komplexe Zahl A plus IB mit dieser Matrix identifizieren. Und wenn Sie jetzt eine Matrix der Form A minus B, B, A mal nehmen mit einer Matrix der Form C minus D, D, C, ist entsprechend das Produkt der Matrizen entspricht genau dem Produkt der komplexen Zahlen. Also diese Dinger hier sind eine Darstellung des Körpers der komplexen Zahlen mit Hilfe von 2×2-Matrizen. Das kann man auch tun, wenn man mag. Und dann ist die Multiplikation einfach die ordinäre Matrix-Multiplikation. Okay, so dann habe ich noch ein kleines bisschen Bonusmaterial dabei. Das mache ich mal in einem neuen experimentellen Slide-Mode. Ich habe doch hier noch, genau. Ah, ich sehe schon, ich habe das ein bisschen skaliert. So. Da muss noch ein bisschen mehr drauf. So. Also, ich habe nämlich noch zwei Folien mehr dabei. Bonusmaterial, das sieht man ja noch nicht ganz. Das kriege ich aber gleich noch hin. Einen Augenblick. Ach nee, kriegt man nicht hin. Macht nichts. Was da in dem Game steht, spielt keine Rolle. Zum Glück ist es ja da. Ich wollte noch zwei Sachen mehr sagen. Und zwar inhomogene lineare Gleichungen. Da haben wir jetzt keine große Zeit gehabt, was zu sagen. Achso, jetzt ist der Chat weg, aber na gut, ich kann ihn mir nur angucken, also können Sie weiter schreiben, ich sehe es noch. Also, wenn Sie eine inhomogene lineare Differentialgleichung haben, also dann gilt Folgendes. Eine beliebige Lösung der inhomogenen Gleichung, weil die Gleichung y' ist gleich axy plus b von x, lässt sich immer schreiben als eine beliebige Lösung psi 0 von der inhomogenen Gleichung plus eine homogene Lösung. Und das, die Bemerkung ist richtig, exakt wie bei affinen Unterräumen, genau. Ist aber hier vielleicht noch eine Bemerkung wert. Ja, das reicht, wenn Sie die Lösungsgesamtheit für ein inhomogenes lineares Gleichungssystem kennen wollen, dann reicht es, wenn Sie die Lösungsgesamtheit des homogenen Systems berechnet haben und eine einzige partikuläre Lösung, sagt man dazu, des inhomogenen Systems. Das ist tatsächlich manchmal gar nicht so schlecht, ne? Wenn man manchmal eine einzige spezielle Lösung mit einem Ansatz erraten kann. Genau, also da steht es nochmal, jede Lösung Psi der inhomogenen Gleichung lässt sich schreiben als ein Psi 0 mal Phi und Psi 0 ist eine beliebige Lösung des inhomogenen Systems und Phi ist irgendeine Lösung des homogenen Systems. So, und dann vielleicht noch die letzte Sache, noch eine Bonusfolie für heute. Ach, ich habe da sogar einen Cursor, hübsch. Es gibt sogar eine Variation der Konstantenformel in n-Dimensionen. Und die schreibt man am einfachsten mit dem Begriff des Fundamentalsystems auf. Also, wenn ich für ein homogenes System oder eine homogene Gleichung ein Fundamentalsystem groß Phi habe, dann kann ich mit Hilfe des Fundamentalsystems die eindeutige Lösung zu diesem Anfangswertproblem, zu dem inhomogenen Anfangswertproblem hinschreiben. Und das sieht einfach so aus. Das ist mehr oder weniger genau die Formel für die Variation der Konstanten, da wo vorher e hoch groß a von x stand und groß a war eine Stammfunktion von klein a und keine Matrix, schreibe ich jetzt einfach das Fundamentalsystem hin, das macht es einfacher. Und dann steht hier das Fundamentalsystem psi von x von rechts mal genommen mit y0, muss ja Matrix mal Vektor, muss halt so passen. Und dann kommt das Integral, was sozusagen aus der Variation der Konstanten herkommt, von x0 bis x und dann steht hier Fundamentalmatrix hoch minus 1 und b von t dt. Und wenn Sie diese Fundamentalmatrix hier in das Integral herein multiplizieren, kriegen Sie da eben Phi von x mal Phi von t hoch minus 1 und das ist exakt die Übergangsmatrix. Also sieht so ein bisschen so aus, das hier ist die Lösung des homogenen Systems
naja, fast zum falschen Anfangswert. Und da wird, sagen wir, noch drauf addiert, so der Einfluss von B durch die Differentialrechnung hindurch propagiert zum Zeitpunkt T. Und die muss ich alle aufsummen, diesen Einfluss der Matrix, der rechten Seite B. Genau, irgendwas kommt mir komisch rüber, aber ich denke, so stimmt. Ich glaube, ich habe es nachgedacht. So, also da gibt es auch eine Variation der konstanten Formel, aber die kann man immer erst jetzt bringen, weil wir jetzt mit diesen Matrizen so weit gekommen sind, dass wir überhaupt mit diesen Exponentialfunktionen so rumhantieren können. Okay, das war das Material für heute. Es bleibt noch offen für die nächste Woche. Wir beschäftigen uns mit linearen Differentialgleichungen höherer Ordnung und wir beschäftigen uns noch mit einer vollständigen Klassifikation der Lösung von linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten in zwei Dimensionen. Da gucken wir uns nicht mehr einfach, das ist dann nicht mehr so viel, da müssen wir uns nur noch alle möglichen Jordan-Zerlegungen im 2x2-Fall angucken. Und weil das nicht so viele sind, können wir da auch alle möglichen Lösungsdynamiken einigermaßen gut überblicken im 2x2-Fall. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich kriege nächste Woche wieder das mit der Kamera vernünftig eingestellt. So war es ja wirklich nicht so hübsch. Aber ansonsten dauert es jetzt ein bisschen länger, bis die Videos da sind, weil ich ja erst wieder die runterladen und hochladen muss. Runterladen geht immer erst einen Tag später und hochladen dauert immer einen halben Tag, bis alles geklappt hat. Also ich hoffe, Ende der Woche sind die Videos online. Okay, das war's für heute und dann geht's